Ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Unmöglich, der Herr Schröder. Ja, das ist richtig so. Ich lasse mir meinen auch nicht verbieten. Kommt vorbei auf Tour, Neustart. Da könnt ihr noch viel mehr Schönes erleben als in diesem Video. Ich war zu Gast bei Julian Reichelt und das hat mir spontan viele neue Fans eingebracht. Den Herbert Ernst zum Beispiel, der bei Facebook geschrieben hat, der und der Böhmermann stehen auf der Deportationsliste ganz oben. An dieser Stelle möchte ich mich deswegen auch nochmal bei allen AfD-Wählern entschuldigen, dass ich sie als Nazis bezeichnet habe. Man sieht an diesem Wording, niemals könnten AfD-Wähler in den Verdacht kommen, Nazis zu sein. Hat diese mir unbekannte Termite irgendwas Besonderes geleistet? Er meint mich. Die Antwort ist nein. Weiter geht's. Es ist wohl nur ein unnötiger Fresser. Bei Kühen bzw. Nutztieren heißt es leider keine Leistung. Ab auf die Schlachtbank. Ist er, es ein Stück Vieh? Moment, bin ich jetzt er oder es? Bitte entscheide dich. Ich dachte, in eurer Welt gibt's nur zwei Geschlechter. Warum dann er und es? Das müsste doch er oder sie heißen. Oder was, gibt's jetzt doch ein drittes? Könnt ihr mal konsequent werden, bitte? Orakel Orhan schreibt, kriege das Kotzen bei diesem Hofnarr Schröder. Ja, so geht's mir oft auch, wenn ich mir selbst zuhöre. Du hast zu Recht, mein Schatz. Ist für mich nicht überraschend. Stefan Stinn, warum lädt Reichelt den Vogel ein? Wahrscheinlich, weil die anderen Ratten, Elstern, was auch immer, keine Zeit hatten. Deswegen musste die kleine Amsel Schröder hier halten. Petra und Lasse, guck, haben einen gemeinsamen Account. Das klingt doch sympathisch, da kommt sicher was Nettes. Keine Ahnung, wie Herr Schröder zu Hause von seinesgleichen behandelt wird. Er sollte sich Hilfe holen, wenn es bei ihm so übel zugeht. Ja, ich werde von mir selbst zu Hause im Kellerloch sehr, sehr schlecht behandelt. Das ist der Grund, warum ich mich von Julian Reichelt noch schlechter behandeln lassen wollte. Uwe Schneider Berlin. Hat der Herr Schröder das wirklich alles so gesagt? Auweia. Nein, 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 nein. Das ist fake. Das ist fake. Mein Sender, die ARD, hat den Ton unter dem Video mit Julian Reichelt gefälscht. Ich habe das Gegenteil von dem gesagt, was da zu sehen war. So ist das in den Systemmedien. Marcoa 7. Mir wird schlecht, wenn ich Schröder zuhöre. Wie weltfremd kann man sein? Blöd. Halt Reppi, wen Schröder das Maul aufmacht, kommt nur Müll raus. Moment, da fehlt entweder ein zweites N oder die Frage ist, wen macht Schröder das Maul auf? Also wen gibt es, der das tut? Oder kommt doch das zweite, komm, Grammatik 6 Sätzen. Westpeace 1969, warum guckt Herr Schröder wie in Irrer? Der macht mir echt Angst. Warum gucke ich wohl so? Warum? Damit Leute wie du Angst kriegen. Wer? Ah ja, Annette Herrmann. Eine Frau. Frauen sind doch nicht so schlimm, oder? Nein, Frauen sind doch nett im Internet, oder nicht? Komm, komm, wir gucken mal. Wie furchtbar sind denn diese Aussagen dieses Menschen? Ach, verdammt, den Dativ nicht korrekt drauf. In Deutschland gibt es keine Demokratie mehr. Ja, denn wenn es Demokratie gäbe, dann dürfte doch einer wie ich gar nichts sagen. Dann gäbe es Meinungsfreiheit in diesem Land, wenn es Demokratie gäbe. Und dann wäre ich der Erste, der zum Schweigen gebracht würde. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen will, wenn ich den Typ sehe. So, Anzeige ist raus und zwar wegen Urheberrechtsfälschung. Dieser Satz ist nicht von Octavian, von dir, Octavian, sondern von Max Liebermann, dem großen Maler. Ich werde dich anzeigen. Du kannst diese Sätze nicht einfach aufschreiben, ohne sie wenigstens korrekt zu zitieren. Das ist Zitatklau. Life of Bianca. Was die den Schröder wohl zahlen für das, was er da von sich gibt. Viel. Sehr, sehr viel Geld. Der Milliardär, der Julian Reichelt finanziert, hat mir die Hälfte seines Vermögens überschrieben, damit ich die Sätze sage, die ich hier in der Show gesagt habe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Props gehen raus und ganz viel Liebe für den Fans vom sympathischen Julian. Mua.